Und damit Konnichiwa und jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Lego Star Wars, die komplette Saga. Und diesmal sind wir der Kanzler, der insgeheim, also Kanzler Palpatine, der insgeheim der Imperator ist und hinter all dem Bösen steckt. Aber das spielt nicht die Sache, denn das wissen wir ja schon alles. Und alle, die hier gucken, kennen, denke ich mal, Star Wars in- und auswendig. Und ja, das letzte Mal haben wir Episode 5, das Imperium schlägt zurück, endlich begonnen und 20 Stunden. Also, wir spielen seitdem 20 Stunden schon und haben 57,4% freigeschaltet. Also, ja, und haben über 90 goldene Steine. Ich würde mal sagen, es läuft und wir sind eigentlich gut dabei. Und deshalb, ohne weitere Vorreden, geht es einfach mal weiter. Hier sehen wir schon. Ja, und ich habe jetzt die Grafikeinstellung umgestellt nach etlichen Folgen. Nach über 40 Folgen habe ich es endlich getan, mal. Ein Klick und jetzt auf HD und jetzt muss ich ja nicht mehr rumschieben, jetzt ist das Bild nicht mehr so breit gezogen, sondern ganz perfekt, so wie es sein muss. So, jetzt werden wir den guten Typ hier spielen und ich würde mal sagen, Flucht von der Echo-Basis ist das nächste, was uns erwartet. Ich hoffe, der Text diesmal ist nicht allzu lang, aber ich glaube, es war nur der Anfangstext. Ja, Kapitel 2, los geht es. Hi, Sodesu. Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Kapitel 2. Flucht von der Echo-Basis. Imperiale Truppen haben mit dem gnadenlosen Ansturm auf die Rebellenbasis auf Hof begonnen. Die Rebellen halten sich tapfer, doch der Feind ist überwältigend stark. Im Kommandozentrum der Echo-Basis, tief im Inneren des Eises, auf diesem gefrorenen Planeten, überwachen Han Solo und Prinzessin Leia die Evakuierung des Rebellenpersonals. Doch als die Sturmtruppen die äußerste Verteidigung durchbrechen, müssen sie selbst schnell einen Fluchtweg suchen. Ja. Ja, die Romanze, Han und Leia. Die einzig wahre und richtige Romanze, muss man dazu sagen. Die einzig wahre, wirklich schöne Romanze. Und jetzt mittlerweile, man muss einfach sagen, Leia ist die beste Disney-Prinzessin, die es gibt. Man muss es einfach mal so sagen. Also von allen Prinzessinnen ist sie einfach die beste Disney. Sie ist cool, sie ist badass, sie ist hübsch. Sie war immer schon hübsch. Und sie ist einfach die Beste und das, denke ich, wurden viele auch klar. Ja, jetzt sind wir hier in der Echo-Basis und sehen etwas anders aus. Sammeln das Geld natürlich hier ein und so, dann wollen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Action. Ja, das ist viel besser, das Bild. Und diesmal, wie gesagt, wie letztes Mal, die Extras, die ich anhabe, sind, das, ja, kann ich mal kurz zeigen. Ich mache die meisten Extras, aus, damit es einfach fair, also hier sowas mache ich aus, oder auch sowas hier, und auch das ist klar, weil es ist einfach dann langweilig. Ich habe, solche Sachen habe ich ja an, ja, ansonsten, halt, sowas, was mir halt Vorteile erschafft, oder was halt das Spiel langweilig machen würde, ist alles aus. Und somit ist das alles ein bisschen fairer. Nur zur Information, also ich spiele ja nicht mit Extras, sondern nur mit ein paar Extras, die wirklich, weil, ja. Warum rechtfertige ich mich eigentlich? Erstmal hier natürlich alles aufwärmen. Im Eis ist schon alles eingestürzt. Ja, aber Han, der lacht immer noch so. Oh, die wärmen sich hier. Ey, keine Schmerzen, habe ich gesagt. Man hört es wahrscheinlich hier, der eine, die zwei, also der linke Stick, ist das X, keine Ahnung, hier ist es bei diesem Controller, das ist die zwei, bleibt immer mal gerne stecken, also klebt sich so fest, oder, also, na, da drückt sich mal so durch und das ist natürlich ein bisschen immer nicht so schön. So, wir sehen ja schon, das Geld müssen wir ja sammeln und ja, einfach mal
ein wenig hiervon. Tür auf, please. Konnichiwa und Tschüssikowski und Sayonara und... Oh, sorry. Gommen nasai. Ich habe mir vorgenommen, mehr Japanisch zu sprechen. Ich habe schon mal gesagt, aber es ist schwierig. Ist manchmal etwas schwierig, denn... die Worte zu finden. Also zum Beispiel statt 1, 2, 3 oder so einfach auf Japanisch zu sagen oder statt Hallo einfach Konnichiwa oder Hayo oder Hi Hi oder Bye Bye oder halt eben... Ja, wir schießen jetzt einfach hier. Hallöchen. Ah, ich sehe schon. Und ich glaube, ich erinnere mich auch, was wir hier machen müssen. Ich kann es schon sehen. Oh. Ja, der Mönch. Okay, das da. Das ist so. Das kann ich nicht da lassen. Das geht einfach nicht, Freunde. Na bitte! Doppelte Punktezone, Freunde. Das ist fehlerhaft. So, und jetzt einmal bitteschön. Kann ich da drauf fahren? Schade. Schade, das wäre irgendwie cool gewesen, aber ich glaube, diese Cutscene. Und jetzt genau dort rein. Und wer ist da? Natürlich C3PO. In dieser Episode kommt auch das berühmte Zitat: Erzähl mir nie, wie meine Songjins stehen. Okay. Das geht hier nicht. Das geht hier noch nicht. Erstmal ist das schön, ja. Da sind noch ein paar Freunde, die sind ein bisschen. Denen ist ein bisschen zu kalt geworden. So, und man sieht, ich habe da die Mal 2 an. Denn. Ja, das ist eigentlich mal Punkte Mal 2, die verdoppeln sich. Finde ich eigentlich okay. Das kann man so, das kann man gelten lassen. Und ja, da grinst er schon, ne? So. Weiter im Text. Und wir sind auch. Wir sind, glaube ich, schon fast am Ende. Fast am Ende. Fast heißt er nicht. Ey, Freunde, jetzt nicht sterben hier. Herz. Was für Penner. Also echt mal, was sind das denn für Penner gerade? Das kann ich ja gar nicht. Was zum Teufel ist das? Ich sehe ja schon, was wir machen müssen. Ja, ich... Ja. Das ist offensichtlich. Offensichtlich ersichtlich. Ju. Wie gesagt, mit den Doppelpunkten mal 2, das mache ich immer halt eine Weile. Jawohl, so geht das C3PO. Immer der Nase nach. Jetzt kommen schon wieder Truppen runter, so wie ich das kenne. Jawohl. Doch nicht. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Geh ich doch mal aus dem Weg. Komm hier. Nein, das machen wir jetzt nicht. Okay, immer der Nase nach hier bestimmt. Ja, das. So läuft es nun mal nicht. Okay, schnell weg hier. Bombe. Ah. Ich erinnere mich. Yep, das war noch. Das war die Sache, du. Komm, alle zu. Jawohl, war er hier. Die haben wir auch noch. So.
Aber schön entspannt hier mit der Musik und allem. Was? Na komm, jetzt hätte Lea auch mal mithelfen können. Man, also dreimal mindestens. Es geht ums Geld, ne? Wir haben wahre Jedi und wir sind glücklich und jetzt können wir ja. Ich glaube, wir sind auch schon kurz vorm Ende, müsste es sein. Also die Level sind ja wie gesagt. Doch, die Level sind länger sind hier, aber halt nicht so lang. Ich kenne sie ja und deshalb. Ich glaube hier noch ein Raum, zwei, drei Räume noch. Also mit dem wahren Jedi hätten wir geschafft, aber wie gesagt, ich weiß es immer nicht genau und ich will halt einfach. Nicht riskieren, na doch schon, aber. Können wir rein, machen wir jetzt aber nicht, einfach aus dem Grund, weil. Ja, warum? Weil ich mir das für eine extra Episode aufhalte, damit Leute, die die Story sehen wollen oder das Spiel, sehen in mein Gameplay. Da wird geschossen. Alter, da wird gerade Jui verhauen. Geht, glaub's, hackt. Lass mal die armen Jui in Ruhe. Und wir sehen schon, wo wir sind. Wir sind ja jetzt. Oh, da ist ein roter Stein. Da kommen wir nicht so nicht rein. Aber wir haben. Wir brauchen. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Aber ich kann mir vorstellen, was. Ja, ja, ja. Ja, Lea, mal bitte. Dankeschön. Und einmal mit Gefühl. Außen will ich Freunde, ja. Nicht rumstehen, ein bisschen mithelfen. Dann geht das auch, ne? Denn wir brauchen bestimmt diese Town Towns. So wie ich mich erinnern kann. Und das Geld wollen wir nicht vergessen, denn wir sind ja ein Schmuggler, ne? Han ist ja der Schmuggler. Der, hier da haben wir nicht gesehen. Bevor dem Ganzen gab es noch eine Diskussion, dass Han wollte eigentlich verduften. Der wollte eigentlich abhauen. Und ja, also er wollte sich eigentlich von den Rebellen verabschieden, aber dann hatten sie einen kleinen Streit, ne, und bla bla bla. Und dann halt, ja, mussten sie irgendwie fliehen und haben es nicht geschafft. Und in der Zeit, während die das machen, ist denn das mit Luke passiert, da was wir in der letzten Folge gespielt haben. Und ja, so läuft das denn. So, jetzt haben wir die Dinger. Die brauchen wir aber noch nicht. Die brauchen wir. Ich glaube, ich sehe schon, was wir machen müssen. Ja, siehst du. Und das Schiff erstmal zusammenbauen. Genau, das Schiff ist nämlich zerstört. Also das Schiff ist kaputt, der Millennium Falcon. Und das ist eigentlich, was da passiert. Die waren fast schon das zu reparieren. Und ja, es gibt halt. Ich glaube, vielleicht kommt auch eine ganz interessante Szene. Ja, nicht diese Szene, sondern eine Szene, die ich damals schon ziemlich cool und irgendwie witzig fand. Ja, das ist. Lego hat immer Humor zu tun. Mein Gott. So, schnell die Kanone auf und jetzt kommt gleich. Ja. Ja, und damit haben wir das Level abgeschlossen, das Freispiel freigeschaltet. Und normalerweise wäre noch die Sache gekommen mit Ben. Das war auch nicht dabei. Also Han Solo hofft erstmal natürlich, aber. Und Prinzessin Leia hofft, also bitte. Aber, ja, die Sache mit Ben, wo Ben erscheint und sagt, du musst nach Dagobah, ne, wo der Geist von Ben erscheint, das ist natürlich ein bisschen denn aus dem Kontext. Also man sollte den Film kennen. Ich glaube, wer bis hier geschuldet hat oder wer einfach hier reinspringt, man sollte schon von Anfang an schauen oder man sollte mindestens die Filme kennen oder zumindest ein bisschen Fan sein, weil sonst macht es auch alles keinen Sinn. Egal, wir haben 93 goldene Steine. Es läuft, würde ich mal sagen, und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir kommen nähern uns der 5 Millionen Marke und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Zwei Kapitel haben wir rum.
Und wie schon mal gesagt, wenn wir Episode 5 abgeschlossen haben, das gleiche Spiel wie Episode 4, das heißt 100% dran. Das heißt, nach Episode 6, also nach Kapitel 6, ne, die Hälfte ist dann auch schon wieder geschafft. Und wenn wir Kapitel 6 haben, das gleiche wie in Episode 4, das heißt, wenn wir in jeden Kapitel reingehen und erstmal die 100% versuchen zu erreichen. Und wenn, ach ja, meine liebe Schack, dich mal wieder da, ich mag sie so sehr, sie sieht so knuffig aus, sie könnte auch aus einem Anime springen, ich habe keine Ahnung. Wir haben fast 60% und, ach ja, noch Charaktere, bevor ich es vergesse, ne. Hier nicht, aber, ja, zwei Schiffe fehlen noch, dann haben wir als Schiff. Okay, hier sehen wir Episode 3 und 4 haben wir auch hier durch, hier sehen wir, und jetzt Episode 5, kommt da was, genau, Han Solo Kapuze, also, was wir in Kapitel 1 gesehen haben, da, ne, am Anfang, wo da reiten, Rebellentruppe Hof, ne, das ist der Rebellenpilot, die Schneetruppe natürlich und Luke Skywalker Hof, also Hof. Ja, dann war's das. 59%. Es füllt sich immer mehr auf und der Abstand zu den Episoden wird immer kleiner, also mit großen Schnitten, ich sag's immer wieder gerne, nähern wir uns dem Finale und es macht einfach Spaß, mal wirklich 100% dran zu machen von einem Spiel, was ich kenne. Und wenn man es dann dreimal gespielt hat, es macht einfach Spaß. Man kann so ein bisschen, ne, spielen, man kann reden über die Sachen. Ich bin Star Wars Fan und ja, in diesem Sinne. Arigatou gozaimasu, Sauna und möge die Macht mit euch sein. Bye bye.